was bisher geschah. Es war einmal eine Billardkugel. Doch halt, etwas Besonderes war sie schon. Sie war die schwarze Acht. Sie lebte in einem Billardtisch, der in einer verrauchten Kneipe stand, und sie herrschte über die anderen Kugeln. Als eines Tages drei gefährliche Gestalten, auch bekannt als die Three Flying Pigs, in eben jenem Etablissement an dem besagten Billardtisch auftauchten, passierte es. Das kräftigste der fliegenden Schweine hatte zu viel Schwung beim Anstoß und katapultierte die schwarze Acht vom Billardtisch hinaus ins Freie, wo sie die Frontscheibe eines Wagens durchschlug. Zu allem entschlossen setzte sie kurzerhand das Fahrzeug in Brand. Das verschaffte ihr den entscheidenden Vorsprung. Während die Pigs sich durch den Rauch kämpften, konnte sie unerkannt davonrollen. Seitdem ist sie auf der Flucht, von Land zu Land. Je länger ihre Reise dauert, desto umfangreicher wird ihr Netzwerk von Helfern und Unterstützern. Allen voran Rüdi Modo, der Hüter der Schwarzen Acht, und sein Ziehvater Rost Ferrato. Doch die Flying Pigs werden nicht ruhen, bis sie erwischt haben. Was aber haben sie dann mit ihr vor? Ich bin Friederike Pigeli, die Nachrichtenfrau von Schweine.tv. Die Mitglieder der Musikgruppe Three Flying Pigs sind schon seit längerem auf der Jagd nach einer entflohenen magischen Billardkugel, der sogenannten Schwarzen Acht. Um die Suche zu koordinieren, zu optimieren, zu maximieren und zu intensivieren, wurde eigens unser Fernsehkanal gegründet. Die jüngste Spur führt nach Moskau. Die Three Flying Pigs flogen deshalb gestern in die russische Metropole, um vor Ort zu recherchieren. Nach ihrem Eintreffen in der russischen Metropole begaben sich die Three Flying Pigs zu Recherchen in den Kreml. Auf dem Weg vom Flughafen dorthin hatten sie ihre Suche auf dem Moskauer Wochenmarkt begonnen. Trotz Steckbrief konnte die Schwarze Acht dort nicht gefunden werden. Nun führte der Weg die drei Pigs bis in die Spitze des Spassky-Turms. Denn ein anonymer Informant hatte behauptet, die schwarze Kugel hielte sich dort versteckt. Aber das stellte sich als Finte heraus und die Pigs stiegen herab auf die Aussichtsplattform des Turmes. Dort verschafften sie sich einen Überblick über die Gesamtsituation und stellten Überlegungen zum Verbleib der Gesuchten an. Hier erscheint Rüdi Modo, der Hüter der Schwarzen Acht. Er überwacht jeden Schritt der Verfolger. Geistlichen Beistand holt er sich bei Wladimir Achtmaninow, dem Schutzpatron der russisch-orthodoxen Billardspieler. Rüdi Modo wird seinen runden Schützling genauestens über die Strategie der Verfolger informieren. Die Pigs bemerken in ihrem Eifer den Verfolger nicht. Von der Spitze des Basketturms erreichten sie einen geheimen Abstieg und kämpften sich dort herunter. Doch Rüdi Modo wusste, wie er ihnen den Weg abschneiden konnte. Als die Pigs über die Schwelle des Kremlpalastes sprangen, war er ihnen längst wieder auf den Fersen. Auch der Verdacht, dass die Schwarze Acht Schutz und Tarnung unter den Kanonenkugeln der Zarenkanone suchen könnte, bestätigte sie leider nicht. Meine Damen und Herren, wir schalten nun zu unserem Sonderkorrespondenten Lothar Pigman nach Moskau. Liebe Berlinerinnen und Berliner, wo uns der Schuh noch immer drückt, das ist eine andere Geschichte. Wo uns der Schuh drückt, ist doch die Tatsache, die Frage, wo ist die Schwarze Acht, meine Damen und Herren? Uns wurde zugetragen, dass sie von ehemaligen KGB-Agenten nach Moskau entführt wurde. Aus dem Grunde befinde ich mich auf dem Dach des Kaufhaus Gumm in Moskau. Und ich habe das Gefühl, ich bin ihr dicht auf der Spur. Das Eis ist noch nicht gebrochen, aber demnächst werden sich Erfolge einstellen. Bis die Tage. Lothar Pigman, Kaufhaus Gumm, Moskau. До свидания. Zu dem Teil unseres heutigen Programms, wo Karl Eduard die neue Musik vorstellen will.
Herr von Schnitzler, wir warten. Bitte, Karl, fahr an das Ding. So, liebe Freunde, gebt kein Acht. Charlie und ich haben euch etwas mitgebracht.